Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wizards Lizard. Das letzte Mal haben wir ein paar, ich glaube drei Tote waren es, haben wir ein bisschen gelernt, wie der erste Dungeon schon recht unfair ist. Im Spiel ist wahrscheinlich Sterben normal. Und wir probieren es jetzt nochmals. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen fairer. Wir haben gut gelernt, also ich habe mehr gelernt als in der Vorbereitung bis jetzt in diesem Spiel. Seit dem ersten Part, also seit dem Anfang des ersten Partes. Und ich denke, jetzt werde ich es schaffen. Ein Buch. Book of Totems. Oh. Was ist das? Ja, toll! Okay. Ein neuer Dungeon. Ich wollte eigentlich bleiben noch. Okay, dann merken. Oh Gott. Nein, wir sterben. Das ist sowas von unfair. Das ist unfair. Macht der uns Schaden? Okay. Der macht uns scheinbar keinen Schaden. Das Spiel ist unfair zu mir. Weg damit. Okay, Oh Gott. Oh Gott. Okay, komischer Humor, das Spiel. Einen komischen Humor. Oh Gott. Heilung. Oh, sehr schön. Also diese Blobs übersieht man leicht. Was? Ah, eine Falle. Und jetzt sind die lebendig geworden. Oh Gott. Die Falle habe ich jetzt nicht gesehen. Wieso sollte ich die auch sehen? Ich kann nicht alles sehen. Dann stirbst du. Ah, doch, jetzt stirbst. Ach Gottchen. Man wird immer wieder überrascht. Aha, und als Tod hat man mehr Gegner, hat man es schwer. Ist nicht so gut. Komm, stirb endlich. Also müssen wir ein bisschen mehr Orbs einsetzen wieder. Die Toten sind irgendwie nicht so gut, also die brauchen einige Zeit. Da bin ich nicht mehr durchge... Ah, wir müssen sie töten. Oh Gott.
Dafür droppen sie gut Orbs. Schön. Jetzt mal nach links. Ja, gleich ein Tod. Ah, ein Groß. Toll, jetzt haben wir wieder einen Schaden erlebt. Eine Schaufel. Die macht wahrscheinlich mehr Schaden. Aber nicht gegen diese Gräber. Lasst mich. Lasst mich. Puh, mein Gott. Schaden erlitten. Ah, triff. Die ist ein bisschen langsam. So. Oh, puh. Da konnte ich nicht seitwärts ausweichen, da kam zu schnell. Die brauchen irgendwie auch ein bisschen mehr. Ist die Schaufel ein bisschen schlechter? Kann man das verstehen? Ja, was? Mysteriöses Item. Ja, toll. Den konnte ich nicht ausweichen. Ah, heftig, heftig. Ich denke, es ist Zeit für etwas Neues, Besseres. Komm schon. Dexterity. Was macht Dexterity? Okay. Jetzt können wir schneller angreifen, auf einmal mehr. Und hier haben wir einen Boss scheinbar. Das schauen wir aber zuerst mal bei den anderen. Nach. So. Hier oben. Also, hier ist eine Sackgasse. Aufpassen auf die Falle. Hier ist unser Schwert. Hier unten. Boah, bis der gestorben ist. Kiste öffnen. Ja, toll. Ach, Menno. Das ist ein heftiger Gegner. Dieser Mimikry. Mimik,
Mimikry ist, glaube ich, die Verwandlung, also Mimik eher gesagt. Oh, wieso laufe ich da rein? Okay, scheinbar verlieren wir jetzt dann und so heftig weitergeht. Wir haben nichts gefunden, die ist im grünen Dungeon eigentlich theoretisch. Keine Blau-Ding, keine Heilung. Und doch Heilung habe ich, glaube ich, bekommen. Nervenkitzel. Ring of Offense. Increased Attack, also machen wir mehr Schaden. Ich hoffe, das ist besser als der Cooldown. Die ist scheinbar. Einer, der schießt. Ah, Heilung. Heilung. Zweimal Heilung. Hier ist eine Pflanze, die schießt. So. Wenn die treffen würden, wäre es natürlich einfacher. Oh Gott. Aufpassen, aufpassen. Puh. Und hier ist wieder so ein... Ah, das heilt uns vom Tod. Ja, das wusste ich nicht, okay. Hoffentlich ist es so. Ja, es ist so. Es ist so. Ein Leben mehr. Okay, ich muss besser ausweichen, indem ich die Richtungstasten mehr drücke. Das steht fest. Bei solchen Gegnern. Und bei diesem Gegner muss ich treffen. 10 habe ich schon getroffen. Okay, die Falle, bin ich irgendwie ausgewichen oder ist jemand anders reingefallen? Und hier haben wir einen neuen Blueprint. Kaufen wir Dungeon Compass, okay. Hier eine versteckte. Wie kann man die versteckten Eingänge denn sehen? So scheinbar nicht. Also es gibt noch mehr zu entdecken scheinbar. Also hier war ich überall. Hier war ich überall. Dann gehen wir mal dort nach links. Scheinbar ist das der letzte. Ah nein, hier waren wir auch schon. Dann müssen wir eigentlich nur nach oben links gehen. Oh Gott. Ah, natürlich, wie dem Antes. So schaffen wir es nicht. Ich muss von da weg. Ja, toll. Ah, diese Spinnnetze. Hallo, greif an. Gott, oh Gott. Wie viel kommen auf mich zu, bitte sehr.
Kaktusse. Kakteen. Oh Gott. Okay, das war heftig. Und wir haben einen Schatz verdient. Puh. Was gibt es? Einen neuen Totem. Explosiv-Totem. Ich hoffe, der explodiert nicht bei mir. Das macht mir nicht Schaden. Ah, gut. Forest komplett. Ah, 155 Schaden erlitten. Okay, das war richtig heftig. Ich hoffe, die 20 Leben reichen. Okay, ist jetzt nicht so schwer. Gebt mir doch mal ein bisschen Leben, bitte. Also Leben ist wirklich sehr, sehr selten irgendwie. Oh Gott. Okay, das ist zu heftig. Hier werden wir sterben. Ja, vielleicht hier noch nicht, aber dem nächsten. Gib mir irgendwas Gutes in dieser Truhe. Genau, sehr gut. Hä? Ich bin sehr gut ausgewichen. Aber ich wusste es irgendwie. Ich wusste es irgendwie. Hier ist aber etwas. Einen Helm. Und das bringt uns nicht viel, wenn wir trotzdem viel Schaden erleiden. Okay. Nein, Kacktreff. Heftig, heftig. Der schießt sogar zweimal. Thanks for saving me. It contributed 500 gold to support you in town. Okay. Da haben wir einen freigeschaltet. Ich hoffe, er gibt uns was. Und wir brauchen jetzt mal ein bisschen Heilungs-Items. Das ist einfach zu heftig. So, also ich muss vorwärts machen. Ist bald weg. Ich gehe mal runter hier. War es eine gute Idee? Nein, es war keine gute Idee. Aber immerhin. Das sind keine Gegner, wo man unnötig Schaden bekommt. Ah, die sind unbesiegbar gegen Explosionen. Wusste ich auch nicht. Ah,
Gebt mir doch etwas zum Heilen. Ist es denn so schwer? Oder kann man als Geist nicht heilen? Nein! Das war heftig. Okay, bessere Boots. Sechzehntausend, cool. Also eintreffen, wir sind tot. Also tot sind wir schon, aber eintreffen. Ah, gut. Ja, toll, wir haben unnötig etwas ausgekauft. Okay. Wir haben mehr Leben jetzt. Wir haben jetzt mehr Leben. Sehr schön. Noch mehr Leben. Gut, haben wir hier noch einen Geheimgang? Scheinbar nicht. Also hier rechts. Wieder ein Bonus. Explosionsraum. Hier muss doch irgendwas sein. Hier muss doch irgendwo was sein, bitte. Ah, Mist. Ich wurde nicht getroffen. War wieder ein unnötiger Schaden. Und die machen recht viel Schaden. Okay. Und wo ist meine Heilung? Ich habe sie verdient. Oder? Also der Fehler, den ich jetzt gerade gemacht habe, da konnte ich ja nicht eigentlich nicht wissen, dass da plötzlich wieder ein Beißer rauskam. Ich bin ja noch so ein Anfänger in diesem Spiel. Oh Gottchen. Gibt's da noch einen Raum, wo man sich wiederbeleben kann? Nein, nein, nein. Einen haben wir. Die zwei werden nicht so leicht. Die können durchstacheln.
Ich hab's geschafft. Heftig. Haha, so heftig. Gott, dieses Spiel. Oh mein Gott. Meine letzten Kraftreserven werden aufgebracht. Oh. Ich hasse diese Geister. Jetzt habe ich noch einen höheren Schock. So. Also mit 10 Leben in diesem Raum. Oh Gottchen. Ich schau mal kurz auf die Map. Ja, wir haben alles. Also eben, dass irgendwo ein Geheimgang ist, aber ich glaube nicht. Bei dem Ding. Ring. Ja, Schaden ist schon besser. Zombie Warlord. Heftig. Nein! Ich konnte dem Spinnnetz nicht ausweichen. Okay, wir haben mal einen Boss gesehen. Und wir haben ein neues Townvolk-Ding. Bungs. Und wo ist der? Wahrscheinlich in der Taverne. Ich gehe mal in den Laden. Ich habe jetzt 1000. Könnte mir jetzt den Helm... Nein, noch nicht. Schade. Ja, toll. Dann schauen wir noch kurz die Ruhmeshallen an. Hier sind die nächsten Dungeons scheinbar. Ist das die gewesen? Ich liebe Spielen mit dem Sportball. Du hast den Arm gebrochen, okay. Ich möchte mit dem reden, bitte. Lauf herum, lauf herum. Ah, das sind wieder die zwei mit den Kristallen. Mhm. Ah, ein Freaking. Ein Freak, ein... Weiß nicht. Laufender, redender Eidechse. Ah. Okay. Freaky heißt irgendwas. Ja, verrückt wahrscheinlich oder so. Also hier sind die Bosse. Die Bosse, die Gegner. Hier sind besondere. Mackmonster. Enchant Bubbles of Ooze, Woos, Magic, Accomplice, Tempto. Attack Dungeon Delivers. You kill it, nein. Okay, wir haben 9 getoten von diesem grässlichen Teil. Hier ist. Hier muss wahrscheinlich der Bossraum sein. Hier sind wieder die Entwickler. Hier sind die Accessoires. Was ist der Hast? Und hier ist Toten Duration. Macht Licht irgendwie und das tut irgendwas anzeigen. Also die Axt war am stärksten. Ah, konvertiert den Gegners Blut in Geld, erhöht den Cooldown von den Attacken. Also jede Attacke hat ja Cooldown, also Abklingzeit,
Und die Axt hat eine höhere Ab. Hat Höhe, also braucht länger zum Aufladen, oder? Erhöht den Attacken-Cooldown. Ja, ist wahrscheinlich langsam. Der Speer. Das ist doch mal geil. Der Speer ist richtig gut. Und hier unten sind die Totems scheinbar. So, und hier haben wir die Rüstungen. Hier haben wir zum Beispiel noch was. Demon's Hands decreases Ally Knight increase the deck equipped to hands. Die Alligment, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Das da müsst ihr mir weiterhelfen, wenn ihr könnt. Okay, ja, das war's schon mal mit den ersten zwei Parts. Ich danke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich schaut ihr auch das nächste Mal wieder ein. Und wenn es euch gefällt, dann bitte ich um einen Daumen nach oben. Aber es ist natürlich alles freiwillig. Kommentaren dürft ihr jederzeit hier unter den Videos und in meinem Kanal und so weiter. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye.